Willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Test Train Simulator 2016 und wir testen heute die neu erschienene Baureihe 151 Expert Line von Virtual Railroads. Ist jetzt schon ein bisschen länger rausgekommen, aber ich dachte mir, wir können uns die ja trotzdem nochmal anschauen. Und ich werde euch jetzt erst ganz kurz mal was zu der Geschichte, zu den Eigenschaften und zu der Verbreitung der Lok was erzählen und dann werden wir in zwei Szenarien einfach mal mit der Lok ein bisschen rumfahren. Genau. Kurz zu den Eigenschaften der Lok. Wurde von 1972 bis 1978 gebaut, knapp 20 Meter lang und kann 120 km pro Stunde schnell fahren und wiegt 120 Tonnen knapp. Wurde von den üblichen Herstellern gebaut, kann man schon fast sagen, Siemens, Krauss-Maffei und so weiter. Und ist eine sechsachsige Wechselstromlok und bildet sozusagen den Nachfolger der 150. Hat die Deutsche Bahn einen Nachfolger für gesucht, der stärker ist, der eine höhere Höchstgeschwindigkeit hat und einfach eine höhere Zugkraft. Und so wurde die 151 aus der 150 und aus dem Einheitslok-Bauprogramm entwickelt. Sozusagen neue Sachen wurden hinzugefügt, als auch altbewährte. Und so hat man halt diese sechsachsige, sehr belastbare Lok entwickelt, die sehr gut geeignet ist für den schweren Güterverkehr. Und die hat sich dann durchgesetzt, 75 Exemplare wurden gebaut und man sieht ja, sie fährt bis heute. Genau. Virtual Railroad hat diese Lok in den allen vier Varianten umgesetzt, von dem Altgrün, wie sie ursprünglich ausgeliefert wurde, bis zum V-Roten heute, über die Ozeanblau-Beige und die Orientrote. Und ja. Funktionsumfang von Virtual Railroads ist natürlich wieder alles dabei. Wir haben das Stufenschaltwerk B29T mit der Nachlaufsteuerung. Nachlaufsteuerung heißt einfach, dass ihr hier einfach die Leistung nicht sofort aufgeschaltet habt. Das heißt zum Beispiel, wenn ihr jetzt zum Beispiel auf Fahrstufe 20 seid, ihr fahrt und ihr seht ein gelbes Vorsignal, dann könnt ihr nicht so wie heute bei einer 185 oder sowas einfach den Hebel zurückziehen und die Leistung ist sofort weg, sondern ihr müsst die Fahrstufen erst ablaufen lassen. Das dauert eine Zeit, das dauert vielleicht so 10 Sekunden und das ist mit Nachlauf gemeint. Das heißt, ihr habt die Leistung nicht sofort schwupps weg, sondern ihr müsst sie erst abschalten und dann ist sie erst weg. Genauso beim Aufschalten, die Leistung ist nicht sofort da, sondern es dauert ganz kurz. Es ist nicht so lange wie beim Ablaufen, aber es dauert ganz kurz. Und indem ihr dieses Fahrschalterrad dreht auf die jeweiligen Fahrstufen, wird die Leistung halt durch die Fahrstufe selbstständig angelaufen von dem System. Und es gibt natürlich auch die Überlastungsfälle, wenn ihr zum Beispiel zu hoch aufschaltet, in Fahrstufe 28 aufschaltet oder halt auch Fahrschalter sperren, wenn ihr zum Beispiel bei angezogener Bremse aufschaltet oder mit Türen offen ausschaltet oder bei Störungen, ist natürlich alles mit integriert. Was ist natürlich noch dabei? Der manuelle Aufrüstvorgang, je nachdem, ob ihr jetzt zum Beispiel alleine fahrt mit der Lok oder in Zugdoppelsteuerung, ist natürlich immer unterschiedliche Aufrüstvorgänge. Lest euch dafür mal das Handbuch durch oder schaut einfach das Video weiter, da am Ende erkläre ich das nochmal. Und da komme ich gleich zu meinem nächsten Punkt. Die Lok ist KWS und ZDS fähig. Das heißt, ihr könnt mit der in Doppeltraktion fahren und auch Wendezugsteuerung. Das heißt, ihr könnt hinten dran auch einen Steuerwagen hängen. In echt, in der Simulation, ist das, glaube ich, ein bisschen schwierig. Aber sozusagen, das erklärt halt, warum sie früher im Nahverkehrseinsatz war, weil sie einfach KWS-Steuerung hatte. Heute wird sie nicht mehr fahren, weil sie besitzt das Türblockiersystem TB0 nicht, deswegen ist es halt nicht mehr dabei. Eine wichtige Neuerung noch ist die Bremsartänderung. Die können von P, P2 und G immer wieder ändern. P ist schnell bremsend, G ist sehr langsam, hat sehr lange Lösezeiten und ist eher für schwere Güterzüge geeignet. Das ist eine ziemliche Herausforderung. Könnt ihr euch dann auch mal ansehen und ja, macht Spaß zu fahren, sagen wir es so. Mit dem Bremssystem könnt ihr auch alles machen, von Füllstoß über Angleichen, da ist alles mit dabei. Auch natürlich manuell Pantographenheben ist natürlich alles Standard. Da ja Virtual Railroads auch die Lok so gebaut hat, dass da alle Epochen dabei sind, habt ihr auch den Übergang von der Indusi zur PZB. Also Altgrün und Ozeanblau-Beige ist noch Indusi und Orientrot und V-Rot ist PZB, soweit ich weiß. Bei der V-Roten Variante ist auch dann die Multifunktionsanzeige schon mit dabei mit LZB und PZB.
Und sonst natürlich noch die allgemeinen Funktionen. Ihr könnt speichern und weiterfahren später oder ihr könnt Rolling Start machen. Das ist ja wirklich immer dabei und das ist auch echt super umgesetzt. Soweit dazu. Ich würde sagen, wir starten einfach mal mit den Szenarien. Guten Morgen. Du fährst heute den N5245 von Hamburg nach Lüneburg. Öffne bitte als erstes die Türen und rüste dann deine Lok auf. Bitte Bremsstellung P oder P2 einstellen. Deine VMAX beträgt 120 km/h. Abfahrt ist um 8.34 Uhr. Gute Fahrt. So, und damit sind wir im ersten Szenario. Wir fahren die 151 als Zuglok für einen Nahverkehrszug nach Lüneburg. Stehen hier gerade im Hauptbahnhof Hamburg. Werden erstmal die Türen öffnen. Genau, so. Und sind in dem ozeanblau-beigen Farbkleid unterwegs, was ja auch schon bei den Loks ab der 076, glaube ich, angewandt wurde. Und noch mit Scherenstromabnehmern. Und jetzt beim Aufrüsten der Lok werde ich euch so ein bisschen den Führerstand noch erklären, was wo ist und wie ihr was machen könnt. Wir werden jetzt erstmal anfangen mit dem Aufrüsten, indem wir die Batterie einschalten mit Shift B und dann jetzt hier oben mal anschauen in der Druckanzeige für den Hauptluftbehälter. Ja, da fehlt noch ein bisschen was, da müssen wir noch ein bisschen auffüllen. Das heißt, wir starten den Luftpresser mit Shift Ö und der füllt uns den Hauptluftbehälter auf. Hier haben wir allgemein noch so ein paar Druckanzeigen, zum Beispiel den Zeitbehälter, dann hier die Druckanzeige für den Bremszylinder und die Druckanzeige für die Hauptluftleitung. Hier drunter die Zusatzbremse, dann haben wir die Entkopplung für die E-Bremse hier, die E-Bremse und das Führerbremsventil. Die Türen, Scheibenwischer, dann haben wir hier noch die Instrumentenbeleuchtung hier oben. Dann hier das Zugspitzlicht und hier die Fahrplanleuchte noch, da können wir das damit einschalten. Das zeige ich euch dann gleich aber alles. So, jetzt haben wir erstmal hier aufgefüllt. Das heißt, wir können den Führerstand mal aktivieren, indem wir den Richtungsschalter hier, der sich hier befindet, eine Stufe nach vorne verschieben, die Handbremse lösen. Oh, hier fährt neben uns schon ICE ein. Das Szenario spielt ja 1995, da gab es die ICEs ja schon. Und dann können wir noch die Bremse lösen. Genau. So, schauen wir mal kurz. So. Und dann wählen wir den Stromabnehmer mal aus, die Nummer 2, und heben den mal mit dieser Taste hier. So, jetzt haben wir hier die Anzeigen für die Heizspannung, für die Fahrdrahtspannung, die sollte jetzt gleich nach oben gehen, genau. Oberstrom und Zugkraft Lok 1 und Lok 2. Halt dafür, wenn wir zum Beispiel mal Doppeltraktion fahren, werdet ihr gleich sehen noch dann. So, wir schauen mal kurz raus, ob der Pantograph nicht anliegt. Ja, liegt da an, das heißt, wir können den Hauptschalter einlegen. Da geht auch schon dann gleich die Leuchtmelder hier aus. Können die Heizspannung noch einschalten. Dann funktioniert es auch mit den Türen. Die Wagen sind damit jetzt allerdings nicht ausgestattet. Das heißt, das ist jetzt im Grunde egal. Deswegen habe ich die Tür noch eben schon geöffnet. Motorstrom anzeigen. Bremskraft für die E-Bremse. Das zeige ich euch dann gleich, wenn wir fahren. Und das Fahrschalterrad natürlich das Wichtigste mit den 28 Fahrstufen. Und die SIFA hier noch. Und ja, dann würde ich sagen, schalten wir noch die SIFA und die Indusi. Shift 7, Shift 8. Das Schöne, werden uns noch die Zugdaten angezeigt. Bremsstellung P haben wir nichts verändert. Zuglänge 177 Meter. Zuggewicht 351 Tonnen. Lokgewicht 118 Tonnen. Also die 151 als Sechsachser bringt schon ordentlich was auf die Waage. So, jetzt können wir den Richtungsschalter nach vorne verlegen. Und das Spitzenlicht noch einschalten. Und dann können wir theoretisch nochmal die Lokbremse so ein bisschen anziehen. So, dann stehen wir jetzt hier sicher. Bevor es losgeht, muss noch die Ausfahrt abwarten. Genau, der fährt ja schon neben uns ab. Sehr gut. So, dann werden wir jetzt gleich mal ein bisschen das W29T-Schaltwerk hier bedienen. Und, hier oben haben wir natürlich noch die Indusi-Taster, Luftpresser, Lüfter. Ich weiß nicht, weiß ich jetzt gar nicht, was das jetzt hier eigentlich ist immer. Dann schauen wir mal, ob wir das sehen können. Ah, nee, das weiß ich nicht. So, gehen wir mal wieder hier rein. Und da bewegt sich der ICE schon weg. Und wir dürfen jetzt eigentlich auch gleich ausfahren. Da vorne ist nämlich schon das erste Signal. Also da hinten jetzt gleich, wo er gleich durchfährt. So, da ungefähr. Gut, da geht's auch schon. Das heißt, wir starten den Lüfter.
manuell, das soll man ja mal machen. Es gibt zwar eine Zwangsschaltung, aber das müssen wir ja nicht ausprobieren. Also, Fahrgäste, die wollen anscheinend nicht mehr mit. Wir müssen in Fahrstufe 3 anfahren, weil wir sonst hier den Berg nicht hochkommen. Kann ich euch gleich mal zeigen, indem ich in Fahrstufe 2 mal gleich zurückwechsle. So. Erstmal grün-gelb Ausfahrt und gelbes Vorsignal. Ich zeige euch mal, Fahrstufe 2 und wir werden langsamer. Das heißt, wir hätten Fahrstufe 2 hätten wir nicht anfahren können, weil muss schon Fahrstufe 3 sein. Wir sind natürlich wieder mit dem Trainworks Update für die Strecke unterwegs. Das Szenario ist von Amisia. Link in der Videobeschreibung. Wir lassen es jetzt erstmal hier ganz ruhig angehen, damit wir hier nicht anhalten müssen noch. Das ist nämlich noch... Ah, hier. Da seht ihr nämlich schon einen der ersten Logs von dem Repaint-Pack von TTB. Da ist nämlich neulich was rausgekommen für die 110. So ein Community-Pack sozusagen. Müssen wir... Ah, ne. Müssen wir doch nicht bremsen. So. Grün. Also wir hatten jetzt gerade keine 500 Hertz Beeinflussung und das Signal hat ja ein weiß-gelb-weißes Mastschild. Heißt, das war noch Selbstblock war das dann, oder? Ich glaube, dann war 500 Hertz Magnet nicht Pflicht. Können Sie mal befreien. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ihr könnt ja mal das in die Kommentare schreiben, wenn ihr das wisst. Ob das wirklich so ist oder ob das einfach jetzt ein Streckenfehler ist im Grunde. Unser Tachometer und die Uhren, natürlich auch wichtig, ne? Für den Fahrplan. Jetzt kann ich euch gleich mal die Bremskraft von der E-Bremse zeigen. Wenn es jetzt hier runter geht, mal ein bisschen einbremsen. So. Koppeln wir die mal. Das, da geht die Bremsleistung hoch. Einfach mal zum Zeigen ganz gut. So, jetzt können wir auch gleich unsere Höchstgeschwindigkeit von der Lok ausfahren, 120 Kilometer pro Stunde. Hier nach Veddel rein. Dann kann ich jetzt mal ordentlich aufschalten hier. Alles grün jetzt auch, sehr gut. Und wie ihr seht, von der Motorstromanzeige und auch von der Zugkraft, die wir hier benötigen, Oberstrom, also das juckt die einfach nicht, die Lok. Also es ist jetzt nicht so viel, was die hier wegzieht. Das ist halt auch ein Personenzug, ihr habt ja gesehen, 351 Tonnen. Was die Lok manchmal alleine für Lasten zieht, das ist noch was ganz anderes. Also so. Kommen jetzt immer die Zubringergleise von den Häfen, von den Verladestationen dort. Können wir mal hinten reingehen in den Führerstand von dem Steuerwagen. Können wir auch mal mitfahren. Können wir leider nicht steuern hier. So, dann gehen wir mal wieder vorne rein.
nichts verpassen. So 160 Ankündigungen, also das ist eher nicht so wichtig für uns. Ja, 8.40 Uhr, da ist so der Morgenverkehr ganz gut unterwegs, ganz gut was los. Und was kommt denn hier? Das ist hier, glaube ich, so ein Überführungszug mit 103. Ja, sieht so aus. So, wir haben jetzt hier auch unsere Fahrplan Harburg, Meckelfeld, Maschen, Stelle, Asshausen, Binsen, Radbruch, Badowick und dann Lüneburg. Wir fahren das Szenario nicht ganz. Ich habe mir gedacht, wir fahren so einen Ausschnitt und dann könnt ihr euch so ein ganz gutes Gesamtbild von der Lok bilden. Indem ihr mal die Einsatzgebiete im Nahverkehrsbereich seht, aber auch im Güterverkehr. Übrigens hier rechts zum Beispiel haben wir hier vorne schon. Hier sogar noch ist der 243. Hinter uns schauen, wo ist der Zug? Ah, da hinten. Ja, das passt doch ganz ordentlich. Haben wir sogar noch überholt. Bei meinen Testfahrten bin ich nämlich immer neben dem hergefahren. Da hätte ich jetzt gar nichts mehr erzählen können, weil die Wagen sind ja immer so laut, dass man da gar nichts mehr versteht im Grunde. Der wird jetzt gleich wieder aufholen, vermutlich, weil wir langsamer werden. Aber ich bin jetzt auch nicht mehr bereit, hier über Fahrstufe 3 rauszugehen. Das ist ja sinnlos. Wir müssen ja gleich anhalten. Wir sind auch relativ gut in der Zeit, also von daher können wir uns eigentlich auch rollen lassen im Grunde. Ja, und das so wie es aussieht, müssen wir in Hamburg-Harburg sowieso anhalten. Gelbes Vorsignal, müssen wir wieder jemanden durchlassen. Vom Fernverkehr, Mensch, Mensch, Mensch. Naja, fangen wir mal an zu bremsen. In Hamburg-Harburg ein. Natürlich, wie man es kennt, von Amisia-Szenarien, natürlich auch mit den richtigen Zugzielanzeigen an den Bahnsteigen, was einfach echt super aussieht. So, hier Wiederholer, erkennbar an dem, dass kein Mastschild dran ist und an dem heißen Punkt dort. So, da hat er eingeholt. Aber es hält sich wirklich noch in Grenzen, im Gegenteil dazu, wie es ist, wenn man genau neben dem herfährt. Also, da ist der 5 Volt Herzmagnet. So, und das können wir hier ganz entspannt ausrollen lassen. Ich halte hier mal ein bisschen vor der Brücke an, sonst haben wir hier diesen Hall immer drin. Aber Fahrmotorlüfter können wir schon mal auf ausschalten. Sehr schön. Türen auf. So. Und wir sind in Hamburg-Harburg angekommen. So, und da fahren die Fahrmotorlüfter auch runter. Machen wir mal ein bisschen, dass es hier nicht ganz so laut ist für die Fahrgäste. Aber hier hört man auch gut die Lok. Sehr schön. Ja, das ist eigentlich ein guter Zeitpunkt, eigentlich mal, um sich die Lok mal ein bisschen von außen anzuschauen. Hier die Scherenstromabnehmer, die Aufbauten hier. Alles auch richtig schön dreckig hier so. Oh, das sieht echt super aus. Auch das Schleifstück hier.
Ach, da kommt schon der Zug. Der Bösewicht. Was ist denn das hier für ein Zug? Wo fährt der denn hin? Muss ich mal hier sehen. Ah ja. Interregio. Nach Göttingen. Nee, Konstanz. Ah, nee. Über Lüneburg, Uelzen, Celle. Ach, der fährt die ganze Zeit vor uns her, aber das dürfte eigentlich kein Problem sein, weil wir halten ja an jeder Milchkanne. Deswegen. So, schauen wir uns aber. Genau, mit dem alten DB-Logo. Auch hier die Puffer und so. Richtig super aus. Druckluftleitung. Kupplung. Einfach richtig schön aus. Und auch hier kann man alles, sieht alles echt super aus. Auch die Drehgestelle hier, die Dreiachser. Echt schönstes Wetter hier heute mal. Können ja mal schauen, was bei uns hier so steht. Als Bahnsteigsanzeige. Nahverkehrszug Meckelfeld, Maschen, Stelle. Esshausen, Winsen, Lüneburg, so 47 ist Abfahrt, da sind wir ja eigentlich auch ein bisschen asozial, was wir hier gemacht haben, im Grunde. Hier hinten, da ist sogar noch die Überdachung und so, und wir halten einfach mal knallhart hier vorne, aber hier ist irgendwie keine Tafel, ne, die ist nur da vorne, ich weiß gar nicht, wie das in echt ist. Wahrscheinlich sind die Züge echt so lang manchmal, die Nahverkehrszüge, Metronom oder sowas, dass der einfach hier vorne anhalten muss, aber wir haben natürlich hier wieder richtig losgelegt. Aber gut, ein bisschen laufen tut den Leuten vielleicht auch nicht ganz schlecht. Wir können ja auch mal hier so, und dann können wir nämlich auch mal reingehen. Hier umschauen. Ah. Noch sehr alt sieht es hier aus, sagen wir es mal so. So, der fällt jetzt hier vor uns aus, das ist sehr schön, das freut mich. Ah, der Sch... Ah, hier. Da kommt 110 eingefahren. Zugerichtet. Naja, holen wir uns noch mal kurz einen Kaffee aus unserer Tasche hier. Essen noch mal kurz was, so. Und dann geht es auch gleich weiter. Aber es macht echt Spaß, mit der Lok zu fahren. Die ist echt super geworden, finde ich. Egal, ob man jetzt einen Personenzug fährt oder einen Güterzug. Es macht einfach Spaß, mit der zu fahren. Werdet ihr auch gleich noch sehen, wenn wir einen Güterzug fahren. Ist einfach echt super. Und da sie auch so vielseitig einsetzbar ist, ist ja auch noch so beliebt bei der Deutschen Bahn und noch heute. Fährt ja auch noch größtenteils rum fast. Also von den 170 Leuten, Exemplaren, die gebaut wurden, fahren noch fast alle. So. Schalten wir mal den Lüfter ein. Und lösen mal die Zusatzbremse. Und dann können wir losfahren. So. Dann fahren wir mal los. Oh, hier überholt uns noch einen Bomber. Mit der altgrünen Variante noch als Doppeltraktion. Na, den werden wir uns schon wieder noch einholen. So, alles grün, das heißt, wir können uns hier... So, im Meckelfeld, jetzt waren wir hier natürlich pünktlich. 8:51 Uhr. Ja gut, da müssen wir uns ein bisschen ranhalten. So, seht ihr schon jetzt hier, jetzt wird ja mal ein bisschen mehr aufgeschaltet. Aber immer noch ganz unbedenklich. Wir müssen nur aufpassen, dass wir die Fahrgäste nicht durch den Zug fliegen, wenn wir hier ein bisschen zu viel aufschalten. Dann muss man mit der Lok, glaube ich, eher aufpassen. Zug. Wieder mit 151. Mensch, hier ist heute 151 Power.
160, das betrifft uns nicht. Und auch die gleich beginnende LZB betrifft uns auch nicht. Haben wir hier noch nicht drin. Mit dem neuen MFA würde das gehen, aber wir sind ja hier noch mit der alten Lok unterwegs, deswegen. So, wir schalten mal ab, ne? So, und ihr hört auch schon das alte, die Nachlaufsteuerung hier, da muss man ein bisschen einplanen mit. So, den haben wir ja locker wieder eingeholt hier. Also wenn die E-Bremse nicht mit entkoppelt ist, das ist einfach, wie die Lok einfach bremst. Das ist echt super. So. Ich glaube, hier hätten wir gar nicht die Fahrmotorlüfter ausmachen brauchen. Die brauchen, glaube ich, so lange. Na gut, sind sie aus. Na gut. Na gut. Sind wir einfach mal ein bisschen heute fahrgastfreundlich hier. So, fahren wir noch eine Station, würde ich sagen. Dann werden wir übergehen zum Güterzug. So, fahren wir Lüfter an. Wir können ja mal auch hier mal rausgehen und einfach mal unseren Zug vorbeifahren lassen. Jetzt kommen wir hier an Maschen vorbei. Nächster Halt ist auch Maschen. Ja, aber es macht echt Spaß, mit der Lok zu fahren. Dazu noch die ganzen verschiedenen Varianten. Da ist, glaube ich, für jeden wirklich was dabei. So, hier die LZB wieder beginnt. Also von der Orientroten über die V-Rote, dann hier die blau-beige und die altgrüne. Also da ist doch eigentlich wirklich für jeden was dabei. Wo ich sehe, was gelb ist, das ist nie gut. Ja, weil wir jetzt hier rüberfahren, nach Maschen rein, ja. So, 60 jetzt hier und dann nochmal Ankündigung.
lassen wir einfach rollen, würde ich sagen. Na, da hinten fährt unser Güterfreund wieder rum. Aber ich sag mal so, außer wenn wir jetzt, wenn er nochmal auf die Seite muss wegen uns oder sowas, sonst holen wir den, glaube ich, nicht mehr ein. Weil selbst wenn wir zwischendurch 120 fahren, der nur 80 oder sowas, aber wir müssen trotzdem immer wieder anhalten. Und das dauert so lange, bis wir auch wieder auf Geschwindigkeit sind. Da ist ein Güterzug echt auch relativ schnell. Da jetzt perfekt gepasst hier. Den 4,7 Bar. So, schön auf. Ich werde jetzt an die Stelle entfernt. Aber ich habe immer noch diesen Graf. Fahren wir noch eine Stelle und dann werden wir mal wechseln in Güterzug. Ja, wie ihr seht, es macht mir auch Spaß. Aber ich möchte das Video natürlich auch nicht ganz so lang werden lassen, damit ihr auch noch ein bisschen das euch anschauen könnt. So. Gehen wir mal mit der Lok einfach mal mit. Einfach echt super. Auch der Sound und mit dem Schaltwerk. Und es sind ja auch wieder so neue Sachen hinzukommen, habe ich euch natürlich alle schon am Anfang gesagt, aber was einfach echt super ist, dass man zum Beispiel, oh sorry, dass man jetzt einfach die Bremsart auswählen kann oder sowas, was einfach finde ich echt toll, ne? Also mit G kann man bei Gütern schon viel Spaß haben. Ich will das dann auch euch dann mal zeigen. Da ist man auch fahrerisch ein bisschen gefordert. So, ab da vorne müsste jetzt die 80 gelten. Da bremsen wir mal ein. Ja, hier ist 80. Ja. Haben wir ja fast geschafft. So. Achso, wahrscheinlich fahren wir jetzt hier. Ne, wir fahren gar nicht hier rüber. Aber dann fahren wir jetzt hier rechts rüber. Haben IC1 und entgegen. Moin. Jetzt müssen wir ein bisschen doller bremsen, ja.
unsanft hier. So, und dann würde ich sagen, sind wir angekommen in Stelle und ich würde sagen, wir sehen uns gleich weiter beim Güterzug. Also, bis dahin. Ich hoffe, es hat euch bis jetzt gefallen und ja, ciao, ciao. Willkommen zurück. Wir sind jetzt im Moseltal unterwegs und ziehen mit einer BR-151 Doppeltraktion einen Kohlezug ein paar Kilometer durchs Tal. Wir sind jetzt mit 251ern in verkehrsroter Lackierung unterwegs. Die wurden ja ab 1997 umlackiert. Und das Besondere ist jetzt, dass wir mit der Mittelpufferkupplung AK69E unterwegs sind. Auch Schwerlastkupplung genannt oder Unikuppler heißt das, glaube ich, auch, ja. Die wurde eingeführt, weil halt einfach zum Beispiel die Kohlezüge zu schwer wurden, dass man andere Kupplungen brauchte als die normalen Kupplungen. Und so sehen die aus. Das sind die Mittelpufferkupplungen hier. Und die haben halt eine wesentlich höhere Last, die die ziehen können. Und werden halt bei, vor allem bei schweren Sachen wie Erzzügen oder aber auch bei anderen Sachen mit Stahl oder sowas genutzt. Und ja, die hat Virtual Railroads hier auch mit eingebaut, diese Kupplung, hat auch gleich die passenden Wagen dazu. Das sind die FAALS 150 mit dazu geliefert und da werden wir heute einen ziemlich schweren Zug, das sind über 4000 Tonnen, mal ein paar Kilometer ziehen. Wir haben jetzt hier schon die neuen Varianten, das heißt mit Einholmstromabnehmern. Und ja, ich würde sagen, wir rüsten einfach mal die Lok auf. Ihr seht sofort hier das MFA in der Mitte. Ich denke mal, das heißt Multifunktionsanzeige. Wir haben einfach hier die Geschwindigkeitsanzeige, die Zugkraftanzeige und die LZB dabei. Und ich denke mal, das ist auch damit gemeint, mit dem MFA, Multifunktionsdisplay. Genau, ich würde sagen, sonst hat sich ja im Groben nichts geändert. Es hat sich ein bisschen was verschoben im Führerschein, aber sonst hat sich ja nichts geändert. Dass wir einfach mal anfangen, die Lok doppeltraktionsfähig aufzurüsten. Müssen wir erstmal die Batterie dieser Lok anschalten und dann die Batterie der zweiten Lok. Das machen wir mit Shift, STRG und B. Dann müssen wir den Führerstand aktivieren, indem wir den Richtungsschalter in die Einstellung und jetzt können wir nämlich mit der Shift 9 die ZDS aktivieren. Genau, da seht ihr auch schon. So, akzeptiert. Das heißt, wir können mal kurz... Das machen wir zuerst. Die Handbremse lösen, genau. Und jetzt schauen wir mal den Hauptluftbehälter an. Da, der muss noch gefüllt werden. Das ist schon eine sehr junge Lok hier noch. Die ist schon... die ist jung. Die andere ist hier, die ist schon ein bisschen älter. So. Jetzt können wir mal kurz unsere Bremsart noch wählen. Wir wollen G. Ich weiß, ich fordere es ein bisschen heraus. Ich bin mal gespannt, wie ich mich damit so schlage gleich. Das ist schon nicht so einfach. Mit der Bremsart G zu fahren, vor allem mit so einem langen Zug. So, den Führerschein haben wir alles schon aktiviert. Das heißt, wir können jetzt mal den Stromabnehmer von unserer ersten Lok vorwählen. Wir nehmen den ersten. Und von der hinteren nehmen wir auch den ersten. Drücken wir wieder P. Also den hinteren der Lok, die hintere Lok, nochmal. Bei der hinteren Lok können wir den Stromabnehmer mit STRG, Shift und P vorwählen. So, jetzt haben wir den hier ganz schön gehoben alles. Jetzt können wir einfach ganz normal schauen, einfach so Fahrdrahtspannung 15 kV, bei der zweiten Lok auch so, und dann Z, Hauptschalter eingelegt. Jetzt können wir noch die SIFA und die PZB einschalten, ist jetzt auch eine richtige PZB, dann können wir schon mal das Licht anschalten dazu. Wir fahren in der mittleren Zugart, so. So, jetzt haben wir hier Lokgewicht 118 Tonnen, das müssen wir mal 2 nehmen. Zuggewicht 4627 Tonnen, knapp 5000 Tonnen. Zuglänge 594 Meter. Bremsstellung G. Sehr gut.
Also wir können jetzt mal den Richtungsschalter auf vorwärts verlegen und jetzt schauen wir uns einfach mal an, wenn wir die Bremse lösen, wie lange das jetzt dauert. So, wir haben von 4,7 Bar auf 5 Bar. So, das ist schon mal ein Merkmal, dass das so lange dauert, nur von 4,7 Bar auf 5 Bar aufzufüllen. Das heißt, das wird gleich sehr lustig, wenn wir hier... Und es sind noch ein paar Beeinflussungen drin, das heißt, das wird toll. So, natürlich machen wir den Lüfter an. So, dann schauen wir mal, dass der Zug auch mitkommt hier. Sieht aber alles ganz gut aus. Können wir mal schauen hier. Die Kupplungen sehen schon sehr interessant aus, sehen aber wesentlich stabiler aus noch als die Schraubenkupplung. So, und seht ihr auch schon, die Lok ist wesentlich mehr gefordert. Wir können es mal befreien. Seht ihr dann schon an der Zugkraft, die wir gerade in Fahrstufe 5 haben. Und auch an dem Oberstrom. Wenn ich jetzt mal eins hochschalte. Ja, da geht das schon gut hoch. Auch die Ampere hier. Schon ordentlich. Natürlich beschleunigt die immer noch verhältnismäßig gut. Aber sie ist ja auch extra dafür ausgelegt, wenn man sich mal so die Werte anschaut und sowas. Wir müssen uns jetzt vorstellen, wir haben jetzt zweimal solche, nur eine Power. Also die normale Lok alleine, die zieht ja schon ordentlich was weg. Und jetzt haben wir nochmal zweimal so eine Power. Also das ist schon echt ordentlich. Das ist Bügelfeuer, finde ich auch echt super. Schauen wir mal hier. Mir ist am Anfang immer so ein doofer Fehler passiert. Oh ja, hier. So, das ist die Orientroute. Möchte ich euch auch nochmal zeigen. Deswegen habe ich einfach mal als KI-Zug hier aufgestellt. Das ist am Anfang mir mal passiert, weil ich das noch gewohnt war von der 140, dass ich da keine ZDS einschalten muss, habe ich immer die zweite Lok ganz normal aufgerüstet, so. Und habe ich mir gedacht, komisch, warum ist denn hier das immer, warum schaltet die denn keine Leistung mit auf? Und ich habe trotzdem so einen Kohlezug weggezogen, wie nichts. Und dann habe ich aber mal nochmal geschaut, genau ins Handbuch, und da habe ich das dann gefunden. So. Ankündiger für Langsamfahrt 40. Da werden wir dann gleich schon mal einbremsen für. So, jetzt bin ich ja mal sehr gespannt, wie ich mich gleich mit dieser Bremse hier schlage. Ich glaube, ich mache mal lieber ein bisschen langsamer und dann wird das schon werden. Bremsart geht. Das ist bei mir immer so ein bisschen Zufall, ob es klappt oder nicht. Mal schauen. So, wir müssen nämlich da vorne einen 40 haben. Hier noch. Da will es mit rein. E-Bremse ist auch mit am Start. Gehen wir jetzt mal auf 4,5 Bar und lösen. Dann würde ich sogar bei 46 können wir wieder auslösen. Wenn nicht sogar schon bei 48. Seht ihr schon hier, wie lange das braucht zum Auslösen?
Das heißt, das war jetzt eigentlich gerade. Das dürfte sogar relativ gut passen. Beziehungsweise es war immer noch ein bisschen zu spät fast. Aber gut, das ist jetzt auch nicht so schlimm. Wir fahren ja sowieso jetzt auf ein rotes Signal, müssen wir wieder vom Fernverkehr anhalten. Ach. So, guck mal, das hat eigentlich ganz ordentlich gepasst. So, wir fahren jetzt hier nach Moselkern rein. Links von uns die Mosel. Das alles mal lieber ein bisschen vorsichtiger an hier. So, 5 Volt Herzmagnet aktiv. So, dann würde ich sagen, können wir mal anhalten. Wir können ja mal ganz frech mal ausschauen. Mal schauen. Oh, pff, das passt schon, glaube ich. Machen wir mal Lüfter aus. So, sehr schön. Mensch, das hat ja richtig gut geklappt. Sehr nice. Und hinten stehen wir auch drin. Ja, das passt. Da kann der Fernverkehr vorbeifahren. Sehr schön. Ja, also ihr habt, denke ich, schon jetzt ganz gut gesehen. Das ist gar nicht mal so einfach, so zu fahren. Und das ist auch wirklich so eine richtig coole Sache, die das Fahren noch erstens realistischer macht, abwechslungsreicher und interessanter. Vor allem bei solchen schweren Zügen wie Stahlzügen, Kohlezügen, Erzzügen. Ich weiß, es ist nicht so ganz realistisch mit dem Kohlezug hier. Das ist eher Stahl, glaube ich, was hier, oder ne, Erz, glaube ich, was hier transportiert wird. Aber gut, ist ja, denke ich, jetzt nicht ganz so tragisch. Und soll ja auch nur mal ein bisschen noch die Funktion der Lok, einmal, was ich euch jetzt zeigen wollte, die Doppeltraktionssteuerung zeigen. Und noch dazu die Bremsart G, weil P haben wir ja schon probiert und P2 ist ja das gleiche, nur ein bisschen höhere Bremskraft noch in den oberen Geschwindigkeiten. Deswegen. So, jetzt fehlt nur noch der Zug. Aha, da hinten kommt schon der Fernverkehr. Na gut, immerhin ist er schnell unterwegs. Ach. Hier kann man jetzt auch verstehen, warum man manchmal mit der Lokbremse den Zug einfach festhält, weil bei den langen Lösezeiten. So, jetzt können wir sogar schon wieder losfahren. So, hauen wir mal wieder den Lüfter schon wieder rein, weil mit Zwangssteuerung ab Stufe 9, das müssen wir jetzt nicht ausprobieren bei dem schweren Zug. Also ich habe das Gefühl, zwischen Fahrstufe 2 und 3 ist ein leistungstechnischer sehr großer Unterschied. So, Zug rollt, passt. Oh, da kommt Gegenzug. Oh, interessant. Ach, jetzt haucht er jetzt immer erst auf, das hatte ich ja schon mal das Problem. Also für alle, die es nochmal sehen wollen, hier
kommt der Zug. Das hatte ich auch schon mal bei einem ICE, das Problem. Das weiß ich auch nicht, woran das manchmal liegt. So, inzwischen ist es grün geworden, das heißt, wir können uns auch wieder befreien und mal ein bisschen aufschalten. Wichtig ist jetzt auch immer wieder geworden, dass ihr wirklich auch immer schaut, was so in den nächsten Metern kommt, weil ihr habt ja Nachlaufsteuerung hier mit dem Fahrschalterrad. Das heißt, dass die Fahrstufe sind nicht sofort weg und die Leistung ist auch nicht sofort weg. Genauso beim Aufschalten, die ist ja auch nicht sofort da, relativ sofort, aber nicht ganz sofort, deswegen muss man da schon ein bisschen aufpassen. Ist mir auch schon bei dem 140er Szenario passiert, was ich mit euch gefahren bin, ein absolutes Chaos war das. Ich weiß gar nicht, war das nur in dem Testvideo, was ich gemacht hatte, also wo ich die Probefahrt gemacht hatte, oder... Jedenfalls hatte ich mir dieses Schloss da. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie das heißt, aber da gab es so ein Schloss in so einer Straße und das habe ich mir angeschaut. Auf einmal war ein gelbes Vorsignal da und ich war noch auf Fahrstufe 11 oder so. Und wenn man das nicht abgeschaltet hat, da braucht man nochmal 5 Sekunden mindestens, bis die Fahrstufen runter sind. Und das ist natürlich Zeit, die dann verstreicht. Und da könnt ihr nicht bremsen in der Zeit, außer ihr schaltet auf 0 und dann gehen aber die Trennschütze irgendwann flöten. Also, da muss man dann schon ein bisschen aufpassen. Haben wir hier noch ein paar Kilometer, dann ist das eigentlich auch ganz ordentlich. Konnt ihr alles sehen. Hier bei der Lok ist halt noch das Ebola eingebaut. Und halt die Oberstromanzeige. Die drei sind halt ein bisschen nach links gerückt für das Ebola, dass es Platz hat. Und halt die Zugkraft ist von links nach rechts gerückt. Und die Bremskraft war ja eben schon hier. Die Uhr wurde ausgebaut. Die gibt es nicht mehr. Und dafür die Geschwindigkeitsanzeige jetzt in die Mitte, in den Multifunktionsanzeigen-Ding hier. Und natürlich die LZB ist noch reingerutscht. Und sonst ist soweit ja alles gleich geblieben. Es gibt auch 151er, die haben einen blauen Führerstand. Ich weiß nicht, woran das liegt, ob das nochmal modernisierte sind oder so. Das weiß ich nicht so ganz genau. Jedenfalls wurden, glaube ich, irgendwie so knapp 20 Loks mit dieser Schwerlastkupplung ausgestattet. Es gibt auch extra so einen Wagen, den man hinten dranhängen kann. Das heißt, diese mit der Schwerlastkupplung können auch normale Schraubenkupplungen ziehen. Die brauchen halt dann nur so einen Wagen, der die dann halt verbindet. Ihr seht ja schon, wir sind eigentlich auch relativ schnell wieder auf Geschwindigkeit. Wir sind ja auch gar nicht in hohen Fahrstufen oder sowas. Also, die Loks haben trotzdem Power ohne Ende. Also, hoffentlich haben wir die jetzt nicht mitgenommen. Na, da hätte Bremsen auch nichts mehr geholfen, mit unserem Zug vor allem nicht. Beispielsweise 80. Das wird nämlich angekündigt auf 70. Jetzt geht nämlich das Gebremse wieder los. So. Na, was ist das jetzt hier für eine Ankündigung? Ne, das ist gar nicht auf 80.
Die sollen wir hier schon drauf haben, ne? Das ist interessant. Aber jetzt müssen wir nämlich hier... ein bisschen doller mal bremsen. Weil sonst kriegen wir nämlich eine Zwangsbremse und das möchte ich eigentlich gerade nicht bekommen. Vor allen Dingen nicht... mit dem Zug jetzt. Vor allem, wir brauchen ewig, bis wir wieder auf Geschwindigkeit kommen. Vor allem, wenn wir einmal die Bremse wieder auslösen müssen. So, ich löse es schon mal wieder aus. Das war wieder ein bisschen zu früh wahrscheinlich, zu spät wahrscheinlich schon wieder. Oh, ihr Gegenzug. Das hat aber doch wieder ganz ordentlich gepasst. Ach, jetzt leitet er uns jetzt hier über das Nebengleis. Na gut. Das habe ich jetzt im Szenario-Editor, weil ich das Szenario jetzt von mir selber erstellt. Weil ich das halt mal mit dem Erz, mit dem Kohle zeigen wollte, eine Doppeltraktion und so. Deswegen. Denkt bei solchen Zügen manchmal gar nicht, dass die so schwer sind. Also bei dem, der ist ja jetzt auch schon ordentlich lang mit 500 Metern, aber manchmal sieht man Züge, da denkt man sich so, wow, das lohnt sich ja überhaupt, dass es sich überhaupt lohnt, mit einem Güterzug rumzufahren. Dann ist das ein Stahlzug, dann sieht, guckt man mal in die Wagen, ist alles Bremsart G und dann kommt der Zug einfach wirklich nicht aus den Socken. Also ist echt, man braucht ewig, weil es einfach ewig schwer ist, dieser Zug, und man denkt so komisch. Der Zug ist doch nur ganz kurz gewesen, aber das ist einfach so schwer. Also, das ist schon echt krass. So, Scheibenwischer können wir auch mal ausprobieren. Und eine ganz schöne Geschwindigkeit eigentlich. Die könnt ihr natürlich auch eigentlich so einstellen, wie ihr Lust und Laune habt. Je nachdem, wie es halt auch dann... Das können wir mal ein bisschen aufschalten hier. Ja, aufschalten war jetzt nicht ganz so viel mit. Genau, wie halt gerade die Verhältnisse sind... Kann man euch das natürlich auch noch, kann man es auch noch umstellen sozusagen. Ja, und sonst natürlich das übliche Trennschutzabfall, dann natürlich, wenn ihr die Füllstoß gebt, natürlich auch nicht so ganz gut, dann wird die Leitung überladen. Und ja, könnt ihr auch alles nochmal im Handbuch nachlesen, habe ich auch am Anfang, sollte ich zumindest eigentlich erklärt haben. Was sich damit auf sich hat, alles, und das müsste ich eigentlich dann alles so schon mal gehört haben, weil ich das eigentlich am Anfang erklären wollte. Boah, hier. Kirche, genau neben der Strecke, wenn hier so ein Zug vorbei rappelt, da wackelt da aber auch alles drin, und nicht nur dort, auch in den Häusern hier. Ist ja auch wieder nach dem, ja doch, es geht eigentlich schon mit dem bisschen Ort. Ja, und hier sieht man einfach jetzt nochmal die ganzen Anzeigen, die halt früher auch hier teilweise waren. Hat man jetzt auch hier ein bisschen noch hingelegt.
zum Beispiel die PZB wurde jetzt hier integriert, die wurde jetzt hier ausgebaut, seht ihr ja hier. Die Leuchtmelder wurden ausgebaut und hier halt rein ergänzt. Die Motorstromanzeigen sind jetzt halt gewichen. Man hat die halt jetzt hier alles integriert sozusagen. Und ist jetzt auch nicht mehr nötig, man hat es jetzt hier so im Grunde da. Also, das passt schon ganz ordentlich. Ich finde halt super, dass man so jetzt so alle Varianten sozusagen so hat. Da kann man wirklich in jeder Epoche auch diese Lok benutzen. Bis heute fährt er bis heute noch im Güterverkehr als Schublok auf Steilstrecken oder als ganz normale Zuglok. Sie wird so vielfältig eingesetzt von Güterzügen und fällt auch noch viel bei Privatbahnen. Zum Beispiel der Matthias hat jetzt das Repaint für Locomotion gemacht. Werden wir auch mal fahren. Aber ja, also echt eine vielseitige Lok und auch die echt super umgesetzt ist vom Sound, von den Fahreigenschaften. Man hat das Gefühl, man hat hier was unter sich, man fährt hier was. Das Krumpel ist echt super. Und man gleitet hier nicht sozusagen auf den Schienen hinweg sozusagen. Dann hat man sogar noch das Bügelfeuer hier, die Möglichkeit mit der Zugwendesteuerung, genau das auch, aber auch mit der Zugdoppelsteuerung. Bremsart einstellen, dann die Varianten hier mit der Kupplung, mit der Mittelpufferkupplung. Also es bleiben echt keine Wünsche offen im Grunde. Und somit macht es eigentlich zu der perfekten Lok. Also ich habe echt keine Verbesserungsvorschläge oder so, weil es ist einfach echt super. Sowohl vom Aussehen her als auch von den Eigenschaften. Perfekt. LZB habe ich natürlich jetzt nicht ausprobiert, aber ich denke mal von den anderen Loks bisher funktioniert da auch alles. Und dazu ist es, glaube ich, immer noch eine Beta-Version. Hier ist übrigens das Horn, das Makrofon, falls ihr das wissen wollt. Also echt eine super Lok. Und ich würde sagen, so verabschiede ich mich jetzt auch. Ich hoffe, es hat euch gefallen, dass ich euch mal die Lok ein bisschen gezeigt habe. Einmal im Nahverkehr, einmal im im Güterverkehr als Doppeltraktion und in Bremsart G. Wir können ja mal nochmal kurz ein bisschen bremsen hier. Und ja, ich würde mich sehr freuen, wenn es euch weitergeholfen hat, wenn es euch gefallen hat. Über Kommentare und Bewertungen fände ich super. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, hoffentlich. Und wir werden auf alle Fälle mal wieder 151 fahren. Und wird auf alle Fälle zum Festprogramm gehören hier. Und wir können ja mal, ich bremse es mal richtig stark und dann können wir ja mal schauen, wie lange das braucht, bis er wieder ausgelöst hat. So, wir haben jetzt angelegt, die 3,8 Bar. Das dauert sogar noch, bis er die anlegt. So, jetzt sieht es aber gut aus. Ja. So, jetzt lösen wir einfach mal aus. Ja, ne? Das dauert schon gut. Vielleicht bleiben wir sogar. Na ne, stehen bleiben wir nicht. Aber wir werden so mit 20, denke ich mal. 30, 20 so. 20 ist so ganz realistisch. Nur 30, ja. Irgendwie so. Was dazwischen. Aber gut, ich würde sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich würde mich sehr freuen über Kommentare und Bewertungen. Und bis dahin. Gute Fahrt euch, passt auf euch auf. Und tschüss.